Hausmeister. Haus. Ja, das ist schon wieder fast Haus. Deutsch. Das kann ich auch. Fast Deutsch. Fast also Deutsch, wa? So, Burns läuft jetzt bei sich in den Spawn oder nicht? Was macht der Burns? Ich weiß jetzt gar nicht. Nee, ist Gegner Spawn. Er will es wissen eigentlich. Ja, Zeit wird auf jeden Fall knapp. Er muss jetzt die Bombe nehmen. Ja, aber sein Gegenspieler ist bei der anderen Bombe. Er hört das Piepen auf jeden Fall schon. Taiwan läuft jetzt Richtung A. Tyran. Burns legt die Bombe er legt die Bombe. Muss eigentlich gesehen werden von Tyran. Ich hab schon wieder so einen schönen Bug hier. Wunderschön. Machst du das kleine Bild, wa? Ach komm, hör auf. Ich bin leise, lieber Leute. Ich mach jetzt hier eine Schweigeminute. Ich bin geil. Alles klar. Danny, du bist jetzt die ganze Runde alleine. Du darfst kommentieren. Hau alles raus. Ich bin alleine. Auf geht's. Genau, Dennis, hau alles raus Runde hier. Ab jetzt. 6 gegen 5 Stunden. Der erste Frag ist schnell gefallen hier. Unfassbar. Nicht gesehen, aber gefallen. Er schlürft hier rein, ich bin mit hier, ich bin raus, Alter. Ich bin raus. Komm, Danny, mach ruhig. Weiter geht's. Klär mal. Auf jeden Fall hier, keine Ahnung, alles verteilt hier von E-Spirit hier. 3 links, 2 rechts. Erste geholt, 5 gegen 5 hier. Legacy und Fame, 5 gegen 4. 4 gegen 4, Legend gegen Legacy. Ja, ist richtig, Stimmung. Hier geht's ab. Hier ist Party. Starfight holt den Oh, Starfight. Somit ist es ein 4 gegen 3. Oh, die Hausmeister. Unfassbar spannend hier. Danny. Ja, alles ruhig verhalten. Jetzt Bombe ist gedrippt. Also die Bombe ist jetzt sehr, sehr offensiv schon bei B gedroppt. Ja, Gott, wurde auch schon gesehen. Bisschen sehr ärgerlich jetzt für ES. Von Taiwan hat ihn gesehen. Wo ist eigentlich unser Mali? Booster. Mali, Booster. Ja, was ist das hier? Ein Zweierpärchen gebildet hier. Der Burns jetzt zusammen mit Malibu, oder? Hä? Leck? Danny? Ich seh nichts mehr hier. 3 gegen 2. Hallo? 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 Ich bin raus. Du bist raus. Keine Ahnung. Ich bin drin noch. Keine Angst. Ich Dennis bin da. Ist da. Es ist ein 4 gegen 2. 3 gegen 2. 3 gegen 2. Er hat irgendwie komisch geleckt bei mir gerade. Bei mir auch. Aber Baumi, bist du da? Bin da. Baumi hat die Kabel so eine verschluckt. Bin da. Nee. Baumi ist da. Nee. Immer noch 3 gegen 2 hier. Sehr spannendes Ding hier. Boah, hat die Bombe gesehen. Was macht ihr erst jetzt? Muss gemeinsam vorgehen, jetzt gemeinsam. Also die Bombe hat ja Camp Orange schon gesichtet und das stimmt. Auch zu zweit Haus holt ja auch Burns raus. Somit ist es jetzt ein 2 gegen 2. Verdammt schwer jetzt. Also Bombe ist ES falsch muss sich jetzt hier was einfallen lassen, aber es sieht nicht gut aus. Das ist das Problem, die Bombe ist ganz falsch. Ganz und falsch. Ja, wunderbar. Da wird er auch geholt. 5 zu 1 für Core. Und Core spielt ja seit 2-3 Runden in Unterzahl. Kryptonat hatte die Zeitüberschreitung. Es ist unfassbar, Leute. Unfassbar. Ich bin da selber nicht. Wenn wir abbrechen hätten sollen, hätten die uns geschrieben, wir können auch nicht abbrechen. Die spielen auch einfach weiter. Die wissen selber, oh, der hat Internetprobleme, was er, glaube ich, öfters auch hat, mit seinem einer Ping. Ja, ich weiß es nicht. Aber man sieht es auch, Camp Run hat schon 5 Punkte hier. Zu 5. Okay. Also, die gehen rüschig ab. So 5. Also, ES muss sich jetzt was einfallen lassen. 6 gegen 5 schon wieder hier. Also, 5-1, das ist schon sehr eindeutig, der Lieber. Ja, da müssen sie gemeinsam angreifen, ja. Taktisch überragend clever spielen. Ja, aber ES ist sehr, sehr vorsichtig. Ja, sie gehen vorsichtig. Wir müssen jetzt eigentlich genau jetzt auch in Überzahl die Punkte holen. Ja, aber jetzt der Ausgleich. ES gegen ES, was ist das? Teamkill. Das ist ein Teamkill. Oh, der Burns was. Und Kryptonite. Teamkiller. Ja, ich dachte auch schon, hä? Kryptonite schließt sich wieder an auf jeden Fall. Oh ja. Womit oh ja, ist Kaiser hier mit 2. Oh, über 2 jetzt für Core schon wieder, das wäre unfassbar. Wenn er hier reinkommt und sein Team 5-1 führt, obwohl er nicht da war. Ja, der wird also überrascht sein. Ja, der hatte auch 7 zu 1, war auf einer 5er Streak, aber hatte dann leider den Timeout. Sonst wäre er hier auch ganz oben mit dabei, somit ist er aber ganz unten. Ganz ja. unten. So, Starfight holt den Hausi raus, somit ist es ein 2 gegen 2, Dubs sozusagen. Dubs, Tyran und Fames. Alle sind auf A im Haus. Ja, Tyran holt hier schön Staatsfeind raus. Na, Mali Booster jetzt alleine. Der könnte hier auch auf Tyrant treffen, nur der zeigt Mit der SWAT, also das ist. Ja. Ja, das ist ein bisschen riskant. Eine spannende Waffe. Spannend bleibt sie auch. Claymore schön ausgelöst. Nein. Hat die Claymore voll verarscht. Drüber, weiß nicht mal ansatzweise Retter rein, aber schön ausgelöst. Okay, Dennis. Ja. Ich war schon ein Stück weiter. Du hast dir vorausgedacht, wie du einfach reingelaufen wärst, ja. Harakiri. Ich bin einfach reingelaufen. Schön ausgelöst. Nein, wir haben kein jetzt 2-Minuten-Delay oder so im Vorhinein. Er hat sie jetzt wirklich ausgelöst. Nein.
Oh. So, 2 gegen 1. Mali, Bustari hat was geflasht auf B. Ah, kurz mal, es war eine Claymore. Oh ja. Jo. Hast die will er jetzt auch pushen. Ja. Da ist die Claymore, er pusht die Claymore, aber er... Doch, er sieht sie. Ich dachte okay. schon. So, er legt die Bombe. Was macht Caperon jetzt? Ja, die müssten jetzt das hören eigentlich, aber hört's nicht. Irgendwann ist doch gleich jetzt in der Nähe. Tyrant. Jetzt geht's los hier, Jetzt kommt die James-Bond-Musik hier. Ja, Danny, die brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt geht's los hier. Malibu-Star. Ja, 2 gegen 1. Was macht er? Er sieht den Schatten. Er sieht den Schatten. Oh mein Gott. Tyrant, die Ruhe bewahrt. Hat an diese Stelle geguckt und den da echt laufen sehen. Ja. Ja, wo... 6-1 ist schon ein bisschen deutlich, 6-1, das ist schon, ja. Das ist deutlich. Eine Marke für sich. Auch in Unterzahl gespielt, also sehr, sehr stark von Core. Also hier kann man nicht meckern. Das ist eine Top-Leistung von Core. Ich finde das auf jeden Fall eine Top-Leistung. Unglaublich. Aber vielleicht auch. Ist ja auch, was Cameron geil, Verteidiger, ne? Ja. Vielleicht ist es ja auch einfacher. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall sehe ich hier wieder die Execution. Erzähl mal so, wie? Okay. Also fast jeder Zweite hat hier eine Executioner, Danny. Ja, das ist eh klar. So, 6 gegen 6, Dennis. 6 gegen 6, kein Kill gefragt hier. Oh mein Gott, der tut sich auf jeden Fall. B-Push. Aber der Kaiser. Aber Kaiser mit der Claymore. Und der Nächste. Das ist schon der Kaiser, ne? Nicht, dass wir hier was Falsches sagen. Ich denke. Ich weiß es nicht. Ich denke einfach. Warum ich denke KZ eher, ich glaube, das sollte einfach für Kaiser sein. Ich weiß es nicht, ich bin raus. So hat von hier Star Trek mit 2 hier. 3 gegen 4 jetzt Überzahl für Core wieder. Mann, bin ich hier gespannt drauf, hier wer gewinnt. Legacy holt den nächsten 3 gegen 3 jetzt. Oh! War die Bustare fast, wurde er von der Claymore geholt. Aber nur auch fast. Auch nur fast, oder? Ja. Somit ist es 3 gegen 3 jetzt. Cap One schön aufgeteilt. Deckt alles ab. ES ist, glaube ich, so ein bisschen. Und die Bombe ist wieder gedroppt. Ist ja, die gut, ist schon wieder sehr weit vorne. Ist nicht taktisch klug, ja. Dennis, wir gehen heute richtig ab, ne? Auf jeden Fall, wir sind da live dabei. Alles nur für euch, Leute. Wir gehen richtig ab hier. Klar, auf 100%. 100.000. Oh, Danny, willst du noch hier jemanden grüßen oder so? Ich grüße alle meine Fans, alle, die mich Geld haben, bei Facebook. 1500 das, irgendwas Leute. Danny, das Ding ist, mein Facebook-Account ist einfach gelöscht worden. Nein, ich habe einfach eine Nachricht bekommen, sorry, ciao. Ja. Ich hab den gelöscht und ja, fertig, ciao. Ich kam nicht mehr rein, ja, warum auch ciao. Immer. Okay, sie wollen mich nicht mehr. Auf jeden Fall ist es jetzt hier in 3 gegen 3. 45 Sekunden. Oh, Pave sieht ein, aber... Ne. So. Oh, Kryptonite mit der Sniper hier. 3 gegen 2. Mach die Hardscope hier schön. Wunderschönen Jumpshot hier nicht. Ja. Hat nicht geschossen, leider. So, was macht ES? Also die chillen noch, ne? Ja. Ja, die machen es ruhig, die haben die Ruhe in Person, ja. Aber es wird. Ja, ein A-Ding, aber. Bames auf über gegen Staatsfeind. Okay. Und Lenz. Ja, das ist nicht meins. Ja. Eins, meine Freunde. Ist schon ein bisschen deutlich, ja. Muss also sagen. In der Verteidigung macht koordiniert, also lässt ihn keine Luft zum Atmen. Auch wenn ich muss sagen, hier, also ES muss jetzt wirklich hier. Noch ein, zwei Runden holen. Ja, er muss sie anfeuern. Los geht's. Nee, er muss wirklich jetzt hier Runden holen, um noch auf der anderen Seite mitreden zu können. Ja. Das stimmt. Mitreden zu können. Weil jetzt würde Caperon den Sack hier zumachen. 8-1, das sieht dann schon wirklich Error. Für... Oh, ich höre gerade den Stream doppelt. Das ist natürlich Fell. Was machst du denn da, ey? Das ist ja alles doppelt. Jetzt nicht mehr. Alles klar, wir sind live dabei. Immer noch 6 gegen 6 hier, ist ja unfassbar. Unfassbar spannend. Das versieht wie Legends Claymore. Gegen Legacy. Oh, Legend. Der ja, ES weiß nicht so genau, was sie jetzt machen sollen. Sollen sie B pushen, aber die machen es jetzt, glaube ich, eher ein bisschen defensiv. Der Malibu gegen ist da. Malibu ist da. So, Staatsfeind holt den Kaiser. Ja, Kaiser raus. Nennen wir einfach Kaiser, keine Ahnung. Es ist für uns Kaiser. Falls nicht, sag uns Bescheid im Stream. Hans Beckenbauer, sag uns Bescheid, Kaiser. Oh, Staatsfeind, stand sein eigener Mann und wird auch geholt. Hausmeister. Ja, 4 gegen 4 jetzt. So, was macht ES? ES muss Runden holen, auf jeden Fall. Muss. Sie müssen, Dennis.
Sieht auch gut aus, Staatsfeind holt, hau sie raus. Ja, 4 gegen 3 jetzt. Staatsfeind steht auch, denke ich mal, bei B oben hoch. Schaut, ob da Claymores sind. Oh, da ist sogar auch eine. Da war eine. Sponge sie aber. Ja, war auch ein bisschen zu weit hinten aufgestellt. Also aber bei B ist gerade keiner. Die sind alle zu dritt auf A. Cap aber. Ja, machen auf jeden Fall, decken sich da untereinander. Einer ist von der Mitte, glaube ich. Jetzt Lazar hat ihn gesehen. Lazar. So, Staatsfeind macht so langsam hier das B-Haus safe. So langsam und sicher. Weißt du, so, da kommt jetzt aber jemand hoch. Oder nicht? Doch, da kommt jetzt jemand hoch. Wer ist denn da? Wer ist denn da eigentlich da? Der Malibu? Nee. Der Staatsfeind. Der Staatsfeind sieht auch rein. Sieht ein. Staatsfeind schießt ja einfach. Das ist nicht clever. Hätte ihn eigentlich noch verfolgen müssen. Hätte, Fahrradkette. Hätte, Fahrradkette. Ey, unglaublich. Sprich mal alles vor hier. Unglaublich hier. Oh, 2 gegen 2 jetzt. Burns. Der Staatsfeind muss jetzt eigentlich von hinten kommen. Oh, Staatsfeind. Da ist noch einer. Und er holt ihn nicht. Staatsfeind, was ist da los? Malibu gegen Jo. Kann den Sack zumachen, dann macht den Sack zu. Mit dem Executioner. Also 8 zu 1 hier auch. Zweite Runde in Unterzahl gespielt. Also sehr, sehr starke Verteidigung gespielt. 8 zu 1. Das ist ein Ergebnis. Das kann man sich anschauen. Ja, und da sieht man auch die Überlegenheit. Also ich weiß auch, dass sie hier auf dieser Map, die haben ja auch in ihrem eigenen Cup, haben sie auch zum Beispiel gegen QMZ haben sie, glaube ich, auf der Map gewonnen. Und ich weiß, die haben auf jeden Fall gegen ein, zwei Starke schon auf dieser Map gewonnen. Ich glaube, die haben sie sehr, sehr gut drin. Ja, und 8 zu 1 spricht für sich. Also da muss ES sich jetzt irgendwie was einfallen lassen, um da irgendwie noch mitspielen zu können. Stumm. Sorry. Mitspielen, sagen wir jetzt mal. So sieht's aus. Ja. Sagen, und Danny, und gleich wir machen weiter mal einen Aufruf, hier. Ja, genau. Leute, wir machen jetzt einen Aufruf hier. Ich wollte schon liken sagen. Gibt uns ein Herzchen liken hier in Twitch. Folgt uns. Schließt uns an. Uns. Macht man das so? Uns. Schließt uns an. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wäre super. Schließt euch uns an. Nee. Ihr wisst, was ihr gemeint habt. Einfach links, das ist so ein bisschen blau, anschließend folgen. Genau, es kostet ja auch nichts, also es ist immer viel Arbeit für euch. Wir würden uns freuen. Immer zu streamen. Die verarschen euch. Okay, Danny hat gesagt, wir verarschen euch. Ihr müsst geheim für Bauer sein. Nein, auf jeden Fall. Ja, Spaß. Wir wollen hier einfach Twitch-Partner werden, weil es dann keine Komplikationen gibt, weil viele sagen ja auch immer, leckt der Stream, an und für sich. Nein, der Stream leckt nicht, es liegt an eurem PC oder eurem Internet, auch wenn ihr es nicht glaubt, oder an Twitch selber. Wenn wir hier aber Partner wären, dann könntet ihr unten aussuchen, ob ihr auf Low, Medium, High, wirklich auf welcher Qualität, ob ihr das schlechteste verpixelte Minecraft-Grafik haben wollt oder die allerbeste 1080 Full HD, die so, also HD, die halt geht. Ja, und jetzt können wir halt nur auf einem streamen, weil man es nur als Twitch-Partner kann. Genau. Ja, und das ist unser großes Ziel, deswegen, wir machen hier auch öfters Gewinnspiele, wenn ihr auch keinen Account habt, macht euch einfach rein, gebt uns ein Follow. Apropos Gewinnspiele, Baumi. Ja, wir haben halt noch ein Gewinnspiel, ich habe gehört, wir verlosen noch einen 25-Euro-Gutschein von Rocks Games. Richtig. Stimmt das? Das stimmt. Genau. Ja, und wir werden es so machen, nach dieser Hälfte, wenn die entschieden ist und es dann so gesehen auf Standoff geht, werde ich auf Team Underratics irgendetwas posten und dort müsst ihr dann kommentieren und ja, nach das Map Standoff werden wir da einen auspicken, also habt ihr dann Zeit, eine Map lang dort zu kommentieren. Richtig, und ich würde mal sagen, ich starte jetzt lieber. Wir können da trotzdem weiterreden. Ja, alle sind da. Aber nur einmal, wisst ihr. Einmal kommentieren. Ja, also wenn wir sowas öfters machen, wie gesagt. Wir suchen die Doppelten raus. Wir haben auch so schon andauernd Sachen gehabt mit hier, dass ich gesagt habe, alle Doppelten werden gelöscht oder sowas. Und die alle haben versucht, doppelt zu kommentieren. Also das eh nicht. Ihr macht uns nur doppelt so viel Arbeit, aber gelöscht werden sie so oder so. Braucht ihr gar nicht versuchen. Oder wir können es auch so machen, wer doppelt kommentiert, wird disqualifiziert. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, aber das wollte ich eigentlich auch machen bei dem Scuff-Gewinnspiel. Aber da gab es ja ein paar Komplikationen, da ich in die Beschreibung von diesem Herz-Symbol nicht dieses liegende V machen konnte. Und alle dann dachten, warum jetzt doch UX-Herzchen, er sagt doch im Video was anderes. Deswegen ja, war das da eine okay. Eins. Das passt ja. Eine Eins-Zeichen. Auf jeden Fall, so. Es geht jetzt weiter. Cap-Orang führt 8 zu 1 gegen E-Spirit. Würde ich sagen, ja, die brauchen gehen wir auch mal auf den Angriff ein. Ich glaube, es wird ja kein. Ich glaube, wir haben B-Go, ja. Es wird so ein leichter B-Go, ja. Ein harter Danny. Oh, Hardscope hier, würde ich sagen. Oha! Oh, E-Spirit legt los für die Feuerwehr hier. Holt gleich 3 Stück raus, Runde ist 20 Sekunden nur am Laufen hier. Ja, 16-3 schon. User left your channel.
Ist der Guardian mal kurz reingekommen? ja. Ja. Er hat einfach mal rausschmeißen, ja. Das ist wollen wir dem Guardian mal die Chance geben, dass er einmal seine Fans grüßen darf? Nein, er hat keine. Nein, darf er nicht. Wir müssen uns hier konzentrieren, Baum. Nee, okay, das gut. Geht nicht. Kann man dann später eine Halbzeit machen. So. Weiter geht's, 6 gegen 3 hier. Batti, schreib mir nach, dass ich Leader bin. Alles klar, Gude. Alles klar, Team EU ist gebucht, Leute. Nein, aber gehen wir echt wieder aufs Spiel ein. Oh, was ist denn hier los? 6 gegen 1. Ich finde auch, die Verteidigung ist für mich hier das viel vereinfachte. Also wirklich, da kannst du warten, weil die müssen einfach kommen. Du wirst quasi dort gespawnt, wo fast die eine Bombe schon ist und die andere. Also Verteidigung auf jeden Fall. Boah, mit den Executioner. Und ein Sniper. Komm, gib einen Ausgo, komm. Und Glücksen halt gegen Burns, hat Burns übelst verschätzt. Wird das Ace, Danny Ace, Fragezeichen? Oh, Ace, großes Fragezeichen noch. Also wenn er das Ace macht, dann lade ich es persönlich hoch. Genau, wie gesagt, auch das für die Community Moments. Wenn ihr Clips habt, schickt, ladet auf euren Kanal hoch und schickt uns die URL. Wenn ihr es nicht aufnehmen könnt, könnt ihr euch dann Russia King melden. Stimmt, mich hat schon einer angeschrieben, den muss ich später nochmal zurückschreiben. Ich schreibe mir das nochmal auf, bevor ich genau, es vergesse. Genau, ich habe es auch in YouTube geschrieben, meldet euch bei Russia King, weil ich selber habe keine HDPVR, wenn an Russia King. Ja, der wird euch dann adden oder, aber der macht das. Der ist, nimmt sich da Zeit für euch. Der macht das. In Notfall, keine Ahnung, vielleicht hier. Einfach Russia King adden. Nicht adden, oder PN anschreiben. Genau, PN anschreiben, natürlich. Erst sonst habe ich 1000 Anfragen, weil oder, die Anfragen lösche ich erstmal. Oder hättest du auch sein UX einfach Rookie nehmen können. Ja, passt. Ist ja egal. Aber Rookie managt das, wie gesagt. So, Oh, Fehler, 5 gegen 5, 4 gegen 5 jetzt. Danny, jetzt gehst du aber hier ab. Eine Runde rückwärts, auf geht's, Überzahl hier verdoppelt hier gleich nichts. Kryptonite, keine Ahnung, war doch nicht Kryptonite, war Kaiser. Ahnung. Auf jeden Fall 4 gegen 2 jetzt hier. Wer ist noch übrig hier? Tyran und Fames. Gegen 4. Spannend bleibst hier trotzdem noch. Ja. Wir bleiben gespannt auf Tyran, was macht er jetzt? Er ist nervös. Was macht er jetzt? Er weiß ganz genau, er muss es jetzt richten jetzt hier. Ja, 2 gegen 4. Legacy auch mit 4 zu 0, also der legt hier ordentlich los. Der haut mal richtig auf den Tisch hier. Legacy. Aber so nach einer 8-1, sag ich mal, Klatsche, kann man das schon Klatsche nennen? Ich würde sagen schon, ne? 8-1 ist schon eine Klatsche. Nein. Ja. Weiß man nicht, wie die das jetzt hier spielen. Das ist auf jeden Fall ein deutliches Ergebnis. Auf der ersten. Aber ES haut nochmal richtig nichts drauf. Entschieden. Sieht nach dem 2-0. Ja, drängen ein jetzt. 2-0 aus. Also, es ist hier noch nichts entschieden, meine Freunde. Meine Freunde und Kollegen und Verwandte und Bekannte und wir haben es nicht gesehen. Wir haben es wirklich nicht gesehen, Danny. Es ist einfach zu viel. Danny hat ja ein... Bombe ist nicht am Mann. Die ist nicht am Mann, die... Oh! Oh. Malibustar holt... holt ihn. Tyran. Er holt ihn. Holt Tyran. Ja, nächste Runde. 2-0 eSport eSports. Sie geben nicht auf. Alles noch drin auf hier? Auf jeden Fall. Ich hoffe, man hört sich hier. Keiner antwortet mir hier. Keine Ahnung. Natürlich, Danny. Ich bin doch da, mein Schatz. Ja. Alle sind hier. Ja. Baumi ist down, wissen wir alle. Ich bin da. So, was macht ES? Ja, gucken wir uns an. Macht es, glaube ich, sehr, sehr offensiv, finde ich, ne? Also bei A zumindest. Ja, aber die müssen noch alles riskieren, ja? Die müssen einfach das... Oh, schön, Nate, hinterher noch hier von... Ich glaube, das wird nochmal richtig spannend hier, das Spiel. Wird hier noch richtig spannend. Hier gibt's keine Freirunde hier. Danny, es gibt's nie eine Freirunde. Freien wir für alle! Nee? Freien wir für alle. Meldet euch bei uns, bei euch. Okay, 6 gegen 4 jetzt. Es wird in Überzahl, in klare Überzahl. Oh, und Kaiser holt die Burns. Ach, der Burns, genau, ja. Ja, jetzt 5 gegen 4. Bum. Kryptonite geht jetzt vor mit einer Execution, ja? Richtig, Danny. Ja, hat einen Sniper bei, geht die jetzt hoch. Lamer ausgelöst. Und cool. Da kommt der mit der Mini-Schrotflinte einfach pum pum pum. Aber wird geholt. Ah, mit 3 gegen 3. Oh, Fames wird stand. Oh mein Gott, was hat denn Lamer? Oh mein Gott, 1 gegen 2. Legacy noch mit 5 zu 0, muss es jetzt richten gegen 2.
Er wurde gehört, glaube ich. Weiß nicht. Wurden wir jetzt auf jeden Fall gelegt jetzt? Und Chor? Ja. 1 gegen 2, Danny. Was macht Legacy? Er muss jetzt reinpushen. Das ist die einzigste Möglichkeit. Oder vielleicht sehen wir einen Ninja-Defuse. Einfach. Sehen wir einen Ninja-Defuse. Er wurde noch nicht gesehen. Nee. Aber wird geholt. Also das Unentschieden ist für Campbell Run auf der ersten Karte. Schon mal. Oder beziehungsweise die Verlängerung. Unfassbare Theorie, ja. Ey. Man muss es einfach mal so feststellen, Danny, wa? Ja, sieht so aus. Nee, da hat wirklich Camper One schon guten Angriff. Legacy hätte einfach mal so ein bisschen sein Herz in Hand nehmen sollen und einfach mal rein, da, weißt du? Einfach reinspringen und einfach schießen. Ja, er dachte einfach so, gegen zwei auch noch. Ja. Die Runde, ja, ist jetzt der Ausgleich für Camper One schon. Also die können jetzt ganz befreit hier eigentlich aufspielen, brauchen nur noch einen Punkt zum Sieg. Spannend, spannend. Schwarzwein holt mal Hauptmeister hier. 6 gegen 5. Captain Night holt Startfeind. 5 gegen 5 jetzt hier. Jetzt noch mal richtig spannend. Spannend hier. Oh, Kaiser holt jetzt einen Lazar. Überzahl für Chor jetzt. Ach, jetzt kommt die klare Überzahl jetzt hier. 5 gegen 3. Ja. Camper One macht es, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, die gehen. Aber einer ist im Eck da hinten. Und er hat ihn gerochen, Danny. Er hat ihn aus dem Arsch gerochen. Das ist der Win für Camper One. Erste Karte geht an Camper One. Somit führt Camper One mit 1 zu 0, Danny. Sehr schön gemacht, Katze. Sehr schön. Weiß. Und so langsam, glaube ich, habe ich den Namen Druf, Mali Mustar. Druf. Ich weiß nicht, theoretisch könntest du das auch einfach abbrechen. Weil das wenn die rumschießen, dann breche ich ab dann. Ich lass einfach laufen, weil Capro One läuft los. Ja, ob die schießen, ob ich schießen rum, glaub ich. Brich ab, oder? Ich würde sagen, brich ab, Rookie, die haben gewonnen, so macht das immer. Brich ab. Soll ich? Ja, komm. Alles klar. Brech ab, das ist okay hier. Der Sieg hier, 8-1, 2 Punkte geholt. Wir müssen auch mal morgens arbeiten, manche hier, weißt du, weißt du? Dann ist natürlich klar, ein bisschen früher abbrechen hier. Das ist mir durchs Baumi gemacht. So, ich poste jetzt auf jeden Fall irgendwas. Was denn jetzt schon? Leute, es geht los, Halbzeit jetzt. Und jetzt könnt ihr gleich auf Facebook kommentieren und die haben dann Zeit, bis die Map vorbei ist. Also bis Dando vorbei ist. Habt ihr Zeit? Also Leute, kommentiert einmal. Ich gehe ganz kurz rüber. Zweimal zählt nicht, das wisst ihr. Hat Baumi schon mal irgendwas gepostet oder so? Ich weiß es nicht. Schau doch einfach mal. Schau mal einfach. Oh, doch, Baumi hat schon was gepostet. Also Leute, los geht's. Das war der Startschuss. Kommentieren. UX Herzchen, wisst ihr alle. Das ist der Startschuss. Sollen wir weiter hosten oder wollt ihr jetzt hosten? Kommentieren, abonnieren, liken. Gut. Jetzt, gut, alles okay, gut, dann ja, dann Seite. Macht aus, wer gib wohin geht, wer, ein, und dann, UX wenn alle wieder möchten, starten, starten wir, gutes Spiel euch noch, gell? UX 20 Herzchen, und, ja, einfach eine Schadenlos-Taste geben, also haut rein, jetzt nochmal richtig in die Tasten jetzt hier, jetzt geht's nochmal richtig ab. Sag's euren Freunden, teilt das Scheiß da, und dann geht's richtig los hier, jeder kann gewinnen. Jeder, wirklich, jeder, Danny. Und wir lassen das jetzt nochmal 5, 6, 7, 8 Minuten laufen. Was weiß ich. Für 8 Minuten geht die ganze Map jetzt hier. Wird die ganze Map gelaufen hier. So, ich hoffe, ihr seid schon alle fleißig am Kommentieren. Ich schau mal, ich drück schon mal F5, ja. Da haben wir schon 5 Kommentare. Guck mal, ob doppelt ist, dann kannst du euch löschen. Ja. Sieht gut aus. Erdbaum. Okay. Erdbaum. Erdbaum. Also einfach nur UX heute ohne Herzchen. Ich habe UX Herzchen jetzt hingeschrieben. UX Herzchen? Was? UX oder. Also UX oder UX Herzchen. Nee, ich habe jetzt nur UX hingeschrieben. Ist egal, UX oder UX Herzchen. Nur? Ob ihr noch ein Herzchen mit dem macht, um den 25 Euro zu gewinnen, was ich überhaupt schreibe, Alter. Und wenn ihr schon auf unserer Seite seid, auf unserer Facebook-Seite seid, könnt ihr uns auch natürlich noch ein Like da lassen. Mhm. Also, kommentiert,
abonniert, verfolgt uns. Was weiß ich. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Genau. Wie gesagt, ihr könnt jetzt... Teils in jede Community rein. Jeder muss Bescheid wissen, dass wir streamen. Nein, auf jeden Fall. Ihr könnt es jetzt kommentieren mit OX. Und wir werden dann nach der Map jetzt... Du kannst schon mal anmachen. Standoff, damit die Leute noch sehen. Standoff wird jetzt gespielt. Wenn die Map Standoff vorbei ist, werden wir noch zum Abschluss, bevor wir den Schlusssatz sagen, den Gewinner aussuchen. Wir hoffen für den Gewinner. Genau, das lassen wir jetzt noch ein bisschen den Gewinner, laufen, ne? Wenn du dann gewonnen hast, und schick uns bitte direkt an Team Underratix mit deinem Facebook-Namen, deinen genauen Namen, wenn es nicht dein richtiger ist in Facebook, deine Adresse und Anschrift halt und deine Postleitzahl, weil wir müssen den per Post verschicken, den Gutschein, und wir wollen morgen alles rausschicken. Also wenn er sich heute nicht meldet und erst morgen irgendwann, dann tut es uns leid. Ja, und dann suchen wir dich und geben dir den Gutschein nicht. Ja, nein, das ist... genau. Hast du hier was Neues gemacht? Das sind ja weniger geworden jetzt. Was? UX was? Weniger geworden. Wie? Hä? Hast du einen neuen Beitrag gemacht, oder was, Bobby? Nein, ich habe vor Anfang zwei gewartet. Das waren eben schon mehrere. Das sind auf einmal weniger geworden. Also Leute, nochmal kontrollieren. Wenn es guckt, nochmal UX. Nochmal kommentieren. Da wurden, glaube ich, irgendwie... Der Baum macht alles falsch. Weil jetzt sind zum Beispiel... Ja, das ist irgendwas anderes. Vielleicht war ein Bug. Guckt nochmal drauf, ob euch wirklich da ist. Wenn nicht, macht UX. Ich habe zwei gleich hintereinander gepostet. Das erste hatte ich gelöscht. Also ich habe direkt gelöscht. Da vielleicht ein Anzeige-Bug. Schreibt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Jeder aber auch nur einmal. Doppelt, es wird nicht gewertet. Ja. Nach dem Match ist die Auslösung dann, ne? Genau, nach dem Match. Wenn das Match aus ist und wir eigentlich sagen, ciao und sowas, dann losen wir noch aus. Also schaut nochmal nach, Jungs, ob ihr schon geschrieben habt. Irgendwie war da ein Bug jetzt, aber jetzt ist es nicht mehr. Also haut in die Tasten, schreibt UX. Auf jeden Fall. Leute, sind ihr fertig? Ich starte, alle warten auf uns. Wir sind wieder doof. wir sind wieder doof. Also auf geht's, zweite Karte. Camperon hat die erste gewonnen. Camperon gegen E-Spirit. So sieht's aus. Und ich hoffe, es wird nochmal richtig spannend hier, Danny. Wir hoffen jetzt mal, oder? Ich hoffe es, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weißt du. Ja. Let's go. Auf Standoff, das war ja letztes Mal die kritische Karte. Also es war ein sehr, sehr gutes Match beim letzten Mal Camp One. Es war unentschieden, ich glaube 8-4 und 8-4, also 4-8 und 8-4. Und dann kam ja die Verlängerung, die ja dann nach einer Runde zum Abbruch geführt hat, wegen Regelverstoß. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auf jeden Fall war immer der Angreifer im Vorteil. Auf jeden Fall beim letzten Match. Da bin ich sehr gespannt, wie sie es heute machen. Wir haben einen Lauf hier auf jeden Fall. Gucken wir uns auf die Karte mal an, jetzt hier ein bisschen verzögert. So geht's. Bombe wird vergessen von... Bivacryptolite. Im Angriff. Leute hier im Angriff. Ein paar Probleme jetzt schon hier. 4 gegen 5 jetzt. Punish Killer gegen Taiwan. Bombe immer noch im Spawn. Ist natürlich nicht perfekt. Also haben mit der Granate gegen Crab Tornado. So, Fames gegen Punish Killer. 4 gegen 3. 3 gegen 3 jetzt Ausgleich. Burns gegen Hausmeister. Danny, komm mit dir mal kurz allein. Jo, ich bin dabei. Bombe geht auf A jetzt. Am Panzer schon. Startfight ist da. Haut die Bombe am Mann. 3 gegen 3 auf jeden Fall. Oh, weiter geht's hier. Alles noch sehr defensiv hier, ganz ruhig. Alles verhalten. Ja. Sehr spannend jetzt hier. Standoff, wissen wir. Kann es blöd. Das stimmt, genauso wie Core. Also hier ist, glaube ich, nicht so deutlich wie auf Drohne. Ja. Ja, Burn to the Legends. Überzeit für Isbird, 3 gegen 2. Also hat eigentlich Kontakt, hat ihn gesehen. Pusht ihn auch jetzt. Und hat ihn. Ah, Fames jetzt gegen 3, pusht schon Viereck, angesprayt. Gut aber ihn. Schön gemacht. Fames wieder mit Kontakt, holt den nächsten.
Stark gemacht, ey. Sauber. 1 gegen 1, Danny. Einer noch. Ja. Lazar gegen, Der Famed hat eine gute Nase Famed, eigentlich. Ja. Also er riecht ihn vielleicht, irgendwie. Aber nee. Famed ist ja schon mit 3 Kills die Runde, Mann. Könnte jetzt hier den vierten mitmachen. Aber die Zeit wird ärgert sich auch jetzt. Ne, das ist das 1:0 für die Spirit, jo. Kann er nichts machen. Schön 3 Leute geholt. Spirit. Oh, das ist die erste Runde. Schön durch Bombe gesprayt hier, durch die Ritzen, schön gemacht. Unfassbar. Geht weiter. Ja, okay, ich kontakt die Legacy Hood, Kryptonite. Oh, Granate! Schön gemacht Fames. Von ihm. No. Fames holt hier auch den nächsten, ey. Der legt hier richtig gut los, wird jetzt gekontert vom Punish. Aber richtig stark, ganz ey. Schon 5:2 hat er. Also der hat da ordentlich Druck schon gemacht. Ja, 4 gegen 3 jetzt. Über 2 für Spirit wieder. Lazar hier auch mit 3:0. Mit der G-Com schon weit vorgepusht am Back Alley. Müsste jetzt hier auch eigentlich gleich Kontakt beim Döner haben. Und 3 gegen 2. Und hier schöne die Karte. Claimer von Tyrant. Oh, Claimer. Hat nie gerechnet, Lazar. Wird er sich jetzt dementsprechend ärgern? Mali Booster hat eigentlich jetzt Kontakt direkt unter ihnen, seiner. Mali Booster, ja, Snip Tyrant. Wurde doch jetzt gepusht. Und er holt ihn schöne auch. Schöne Runde von Mali Booster. 2:0 hier für Spirit. Nice. Also, die haben sich ordentlich von dem Drohnenspiel erholt und gesagt: neue Map, neues Glück und legen hier ordentlich los. Ja, und auch schon wie beim letzten Match, die Angreifer legen gut los. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie letztes Mal, jeweils die Runde 8-4 gewonnen als Angreifer und jeweils 4-8 Verteidiger verloren. So sieht's aus. Alles drin hier noch. Viel Gespray hier. Auto. 1 gegen Fames. Du, 6 gegen 5. So, Mali Booster mit der Sniper. Geht jetzt, ja, geht echt? Jetzt, doch nicht, oder doch, geht doch ins B-Haus. Doch, jetzt ist er drin. Wie doch, jetzt? Doch. Er ist drin und wird aber gesnippt vom Kaiser. Ja. So, Hausmeister hat die Scar in der Hand. Hat auch nicht jeder. Und wirft eine Granate auf A also und holt. Keinen. Wenn das der Kaiser ist, ey, dann frech im Besen. Ich denke es mir eigentlich mal. Wenn nicht, tut's mir wirklich leid. Dieses God Blessed wird auch gut zu ihm passen. Und dieses ich denke, es ist auf jeden Fall Kaiser. Ja, aber er snippt. Er ist eigentlich immer so ein das Pusher, stimmt, ne? Aber er ist auch ein wahnsinnig guter Sniper. Also wenn er einen krassen Move hier raus hat, kann man sagen, dass es Kaiser ist. Also er ist wirklich, wirklich gut im Snippen. Aber da hast du schon recht. Er ist eigentlich gerade hier auf der Map der Pusher. Aber man weiß es nicht. Also wegen den KZR könnte ich mir vorstellen, dass es ist. Wenn nicht, tut es wirklich leid. Wenn einfach good blast einfach nur. Good blast nehmen wir ihn. Good blast. Ja, 3 gegen 3 jetzt. Legacy gleich aus. Kaiser sieht da auch einen, aber wird geholt von Legacy. Ja, 3 gegen 2. Bombe ist auf dem Weg zum Spot. Lazar kann auch Hausmeister ziehen. Mhm. Mit Tyrant allein gegen 3. Das ist die Frage, was macht er? Sehr schwierige Aufgabe. Bombe ist gelegt, ja so. Und es steht 3:0. Oh ja. Jetzt geht's schon nochmal richtig ab. Auch schon ein bisschen überraschend. Jetzt schon 3:0 für Isbird. Aber nichts entschieden hier. Noch gar nichts entschieden. Jetzt push Core mit durch mit 3 Leuten. Rauch ist gelegt, Granaten fliegen nach vorne. Jetzt wird gepusht. Die Taktik kennen wir. Noch viele Frags hier am Tag und Tag 5 hier jetzt. Überzahl für es wird.
Danny, du machst das klasse! Klasse! So, 5 gegen 4, E-Spirit in Überzahl mit einer Person, Danny. Mit einer Person? Mit einem Mann. Auf jeden Fall, nein, jetzt nicht mehr. Da ist der Ausgleich. So. Wir sind aber im A-Spot, die Bombe wird auch schon gelegt. Oh, aber Start Legacy! Legacy, da ist schon Legends, holt Startmann und auch Legends. Kann er den Bombendrücker rausnehmen und ansagen. Das war also wichtig. Das war die Runde. Hätte er die nicht rausgeholt, dann wäre es. Das stimmt, konnte auch die Bombe ansagen, also. Das sieht für die erste Runde für Camper Run aus. Auf jeden Fall. Aber Legacy noch, lebt noch. Ja. Und? Wer noch? Lazar. Legacy holt auch den ersten. Wird aber gekontert. Nee. Oder? Jemand anders wird. Nee. Achso, Lazar ist das ja. L und L. Jetzt wird er gekontert. Und top. Genau. God Blast holt hier Legacy. Ja, Anschluss für Core. Es bleibt spannend, Leute. So, mal gucken, wie jetzt E-Spirit angreift. Oder ob Core nochmal hier richtig pusht in der Verteidigung. Es sieht nicht so aus. Alles ruhig jetzt. Keine Kills gefallen hier. Alles sehr verhalten. Granaten fliegen, Rauch fliegt. Alles Brain rum. Fames Hood, Punish Killer. First Blood. Ja. Bam, 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 bam. Ja, alles ruhig hier. Alle am, jo. Ich hab mich gerade so ein bisschen um den Chat gekümmert, weil da kommen immer ein paar Fragen drin. Okay, alles klar. Kannst du ja machen. Die fragen immer, was ist hier los? Wer ist dieser Dennis? Alle reden sie über dich. Wer ist der Dennis? Alle reden über mich. Was sollen sie machen, ey? Was soll man machen? Oh, da ist der Kaiser ein bisschen weit vorgepusht. Legacy holt ihn. 5 gegen 5. 5 gegen 5. Kryptonite holt Burns jetzt über Zeit für Core. Wo wir sehen. Spirit macht verhalten Angriff, ja, sehr defensiv. Wir wollen erstmal die Frag ziehen, aber das wird schwer jetzt. Weil Core kommt nicht nach vorne, die sagen sich, nee, wir verteidigen, ihr greift an, ihr müsst kommen. Die Claymores liegen hier wunderschön. Oh, Legacy holt Hausmeister. Da ist der Hausmeister zu weit gepusht und dann wurde er geholt. Kryptonite aber gegen Malibus da. Somit ist es jetzt ein 3 gegen 4. So ist es. Bam, 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 bam. Bum, 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 bum. Oh, Legacy jetzt schön gesehen. Am Panzer. Klasse sozusagen. So, mit den nächsten. Klasse. Überzahl jetzt für Ispirit 3 gegen 2. Jetzt wird hier überall gepusht. Und das ist das Ende. So schnell geht's hier. 4 zu 1 für Ispirit. Mann, was ist denn hier los? Ja, jetzt legt mal ES vor, ne? Mit einem 4-1. Jetzt müssen wir weitermachen, richtig, nicht aufhören. Immer weiter. Immer weiter, bis man die 8 Punkte erreicht hat, Danny, wa? So ist es. Ja, genauso, immer Gas geben. Auch wenn alles geben. ES jetzt 4-1 führt, ist es nichts entschieden. Also das stimmt. Wie gesagt, auf der anderen Runde, der Angriff ist ja auf jeden Fall. Rush gegen Rush jetzt hier. Ich glaube, die Verteidiger wollen dagegen pushen. Ja, aber alle campen, sag ich. Alle rushen sich vor. Alle rushen hier. Es ist ja die Hölle hier. 5 gegen 3 Überzahl für Core. Burns holt Kaiser, Fames holt Burns. Oh Mann, hier geht's richtig ab. 2 gegen 3 jetzt. Cap-Run in Überzahl. Quatsch, doch, ist in Überzahl. Ja. So, sind aber am Spot hier. Aber legen noch nicht. Punish Killer hier gegen Legends, das war wichtig. Oh ja. Aber hat angetäuscht, ja, da ist doch da direkt einer. Ah, sie trauen ihn nicht richtig zu legen. Oh, Punish Killer jetzt gestunt. Wird er auch gepusht? Nein, natürlich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall um den A-Spot. Einer links, einer, ne? Oder nee, doch nicht. Was ich hier sage. Aber sie sind am A-Spot. Ja, beide Mitte. Legen hören. Er legt nicht. Der Fame fliegt am Auto. Da kommt einer. Der Tyran holt auch den ersten. So, jetzt ist es 4
1 gegen 2. Es steht 4 zu 1. 4? 1 gegen 2 steht 4 zu 1. So, Danny, hör mir zu, Mann. Ich habe mich doch korrigiert und... Oh, 1 gegen 1 jetzt. Mann, ich kill... Boah, schade. Kane holt den zweiten Punkt für Campora. Es steht somit 4 zu 2. 4 zu 2. Dann hol ich dich das 4. Das R so, weißt du? 4. Nächste Runde seitwärts jetzt. Noch hier. Eine Runde rückwärts und seitwärts und vorwärts und hast du nicht gesehen. Und ein Salto macht er auch noch. Und wieder, lasst uns ein Herzchen da, liked uns auf Facebook, abonniert uns auf YouTube. Macht das bitte, bitte, bitte. Twittert uns bei Twitter, nee, wie heißt das? Wie heißt das bei uns? Schießt, verfolgt uns, oder? Auch folgen. Folgen, wa? Folgen. Verfolgen, Alter, verfolgt uns oder etwa? Und schaut bei Hotscapes vorbei, die freuen sich auch. Genau. Einfach mal vorbeischauen. Einfach mal Call of Duty Ghost für PS4 oder PS3 vorbestellen. Auf jeden Fall. Da kriegt ihr sogar auch ein, zwei Tage früher. Also es lohnt sich. Da sind sie ja bekannt. Richtig. Haben wir schon früher mal ein Zeug da bestellt, was immer vor Release ankommt. Das will ja eigentlich jeder. Fanboy. Also schaut da mal vorbei. Auch gute Headsets. Alles, was man zum Zocken braucht, ist dort vorhanden. Tipptopp. So ist es. Schön hier auf jeden Fall gegen Malibus da. Kaiser war es. Ja, jetzt 3 gegen 4. Über 2 jetzt für Chor. Alle am Stehen. Keiner macht hier was. Alle am Schwitzen. Oh, richtig am Schwitzen, ne? Richtig am Schwitzen. So, 3 gegen 4. Irgendwas ist, wird machen mit der Bombe. Ja, jetzt sind sie sehr vorsichtig jetzt hier, ne? Ja. Die sind jetzt hier auch im Garten drinne, ES, also E-Spirit, aber da ist noch jemand oben im B-Haus. Der pusht den auch. Ja, und der wird auch geholt, ja. Legacy wird rausgeholt von Thames. Ja, Lazar ist ja am Back Alley. Kann aber keinen rausnehmen. Baumi, was ist Back Alley? Einige wissen das vielleicht nicht. Back Alley, das ist hinten, wo Backup ist. Ja, Backup, ja. Ja, der Backup an Standoff, das sollte jeder wissen. Hinterm Döner, wo hinterm es zur Tanke gehen. Wo der Lazar jetzt auch gerade, glaube ich, steht. Genau, oder? Da sagt man, das ist Back Alley. Weil hier so wie so ein L aussieht und so alles. Das sagen Back Alley. Ich sag das auch einfach. Ja, so, aber Backup. Lazar wird geholt von Kaiser. Somit ist es jetzt ein 1 gegen 3. Schweres Ding jetzt für Startzeit hier. Ist zwar am A-Spot, aber... Ja, Zeit wird knapp. Keiner guckt aber wirklich. Einer ist schon hinterlaufen, ist gleich bei den Kisten. Um wird gelegt jetzt. Ich glaube, keine Chance. Das keine ist Chance. Das 3 zu 4. 4 also zu 3. Komm gut ran, Camperon. Gib sich hier nicht geschlagen. Und mit dem Anfangspush von Spirit. Genau. Ja, hauen wir auf jeden Fall ordentlich dagegen. Und so muss es ja auch sein. Richtig. Nur wenn man schlecht startet, das heißt nicht, dass alles für den Arsch ist. Es geht ja immerhin bis 8 Punkte. Bis einer 8 Punkte hat. Man hat Zeit, alles nochmal aufzuholen. So sieht's aus. Yes, nächste Runde, go. Auf geht's. Nicht rückwärts, diesmal vorwärts. Okay. Und ich würde sagen, alle 6 sind noch am Leben, Danny. Aber. Alter, so glaubt, aber jetzt nicht mehr. 4 gegen 4. Das ist schon krass. Ist ja unfassbar. 6 gegen 6 gegen 4. Das ist schon crazy. Crazy. So, 2 Minuten sind noch zu spielen. Also alles drinne hier in dieser Runde. Ja, Legends macht defensiv A. Gott, wird auch jetzt ein A-Push jetzt auf jeden Fall. Verschieben sie ein bisschen. Ein Schüssel auf was, A. Was, ein Schüssel? Ein Schüssel ist auf A. So sieht's aus, meine ja, ja. Ja. Jetzt geht's los hier, jetzt wird hier gerusht jetzt hier. Was war zu sagen, Leute? Ihr seht ja auf der Karte, was los ist. Schritt für Schritt gehen sie voran. Ja. Also ich glaube, Legend wird jetzt Hausmeister holt Staatsmann raus geholt. Mit der Granate. Somit ist es wieder 3-3 wieder ausgeglichen. Aber. Adi Malibu. Bleib den. Wen? Hausmeister, oder? Jo. An der Stelle will ich auch mal noch was sagen, wenn ich es gerade lese. Hier vielleicht, wenn ihr in dem Chat öfters verfolgt und hier auch schreibt, habt ihr vielleicht mal mitbekommen, unseren guten, lieben Mubot. Mubot, wenn ihr das jetzt nicht kennt, das ist eine App so gesehen von Twitch, die wir benutzen, mit der wir auch rumgeraffelt haben. Aber dieser Mubot überwacht auch so gesehen automatisch unseren Chat. Sprich,
wenn einer zum Beispiel beleidigt oder viele Links oder Links schickt oder so oder öfters so gesehen spammt oder so, dann warnt euch auch selber der Moveboard vor und sagt, hey, du bist jetzt verwarnt und wenn du dich daran nicht hältst, bist du vielleicht kurz timeoutet. Bist du raus. Ja, aber der Moveboard warnt euch vor, er steht dann nochmal da, er hat dich gewarnt. Achtet auf den Moveboard. Wirklich. Am Moveboard kommt keiner vorbei, das ist unser persönlicher Türsteher, der passt auf. Wenn er sagt, ey, du kommst in die Schreien, dann ist das Moveboards Wille. Einfach friedlich. Genau. Im Chat rumschreiben. Genau, und nicht übertreiben. Rumschreiben könnt ihr auch. Rumschreiben. Auf jeden Fall ist es hier ein 1 gegen 1, aber er schafft die Bombe nicht mehr zu infusen. Ach, was weiß ich. Legacy holt. Oh Mann, ey. Tyron, Tyran. What, whatever. Tyron. Tyron. Wie kommst du auf Tyron, Alter? Wie gesagt, ich hab's heute nicht mit dem Namen. Ich bin durch und durch. Tyrannosaurus Rex. Weil, warum? Hey, erzähl mal. Okay. Na, 5-5 zu 3. Können wir auch mal auf die MVPs hier zum Beispiel mal eingehen. Wir haben hier Legacy mit 12 zu 5, also legt hier richtig gut los. Auf der anderen Seite auch Fames mit 13 zu 6, also der wehrt sich da ordentlich. Oh. Bei A, glaube ich, ist der da immer. Oh ja, da schau ich gleich mal drauf. Meinst du? Na, ist hier mittig. Dr. Legend ist der bei A. Weiß ich, okay. Weiß ich doch. Gut, wieder Kontakt. Ja, haben wir schon wieder. Auf jeden Fall. Ja, ist es ein 5 gegen 5? Es steht 5 zu 3 für E-Spirit. Jo. E-Spirit greift an. Ja, genau. Greift an. Camp One verteidigt. Okay. Ja, genau. Also der Staatsfeind hier mit der SWAT. Ich würde sie nicht spielen. Aber es ist. Ja, Ausbesser mit der Nate gegen Staatsfeind jetzt hier. So supi. Das war eine supi Granate. Ich nehme einfach Dennis Vokabeln. Vokabeln? Alles klar, Vokabeln. Apropos Vokabeln, ich muss noch Vokabeln lernen. Nein, ich habe Ferien. Ja, na dann Ferien. Das ist also Urlaub. Urlaub, ja. Schweinerei. Und, boah, was? Kaiser hier gegen Lazar, von wo hat er den denn jetzt gesnippt? I don't know, man. Ah, er war schon da, aber hat ihm schon Wallbang gegeben. Ja. Und hier fliegen die Fracks. Hausmeister gegen Mario. Helle Runde. Mit der Skaha, das ist Hausi, das weiß ich immer noch, der spielt die richtig gern, schon immer. Guter alter Hausmeister. Skaha. Skawing. So sieht's aus. Nächste Runde rückwärts ist hier. Also das ist jetzt schon spannender hier, ne? Das ist jetzt sehr, sehr ausgeglichen. Auf jeden Fall. Auf Standoff hier. Und wie gesagt, welches Team hier gewinnt? Die ziehen ins Viertelfinale ein, ne? Das ist so ist es, genau. Richtig! Also hier wird sich nichts geschenkt, hier wird gekämpft bis zur letzten Runde, so kann man sagen. Bis zum Umfallen. Ey. Richtig. Ja, 6 gegen 4 jetzt hier über das wieder für Chor. Lässt ein bisschen nach jetzt. Vielleicht wieder ein bisschen mehr konzentrieren hier und Gas geben. Richtig. Richtig ordentlich. Das muss richtig ordentlich passieren. Jetzt kommt die Garde von Malibu und buff. Buff. Getroffen hat sie. Und ich sehe schon, 72 Leute haben schon hier Wilks geteilt, geschrieben, meine. Klar, wenn es was zu gewinnen gibt, sind alle da. Das ist ja immer so. Beziehungsweise minus 1, Philipp Druwe hat da irgendwie einen Link gepostet. Keine Ahnung, wer Philipp Druwe ist. Ich weiß es nicht. Philipp Druwe ist, der ist das. Auch nicht. Gleich mal löschen. Hey, Danny. Weiter geht's. Ich kenne ihn. Achso, du kennst ihn, alles klar, weiter geht's. Auf jeden Fall Legacy wird den nächsten jetzt Überzahl für E-Spirit. 4 gegen 1, was ist denn hier los? War nicht 4 gegen 6? Ich weiß nicht. Mein Gott. Hier fliegen auf jeden Fall die Fracks. Es geht hier wirklich, wirklich schnell jetzt hier auch zur Sache. Ich glaube, das waren 4 gegen 6. Hause auf jeden Fall. Wir passen gar nicht auf. Ich bin voll dabei hier. Gegen 1 jetzt. Bei A. Es wird schwer, aber Hause ist hier eingesperrt. Keine Chance. Und er ist sozusagen down. Er ist raus. Richtig. Staatsfeind hier schön nach links geguckt, nach rechts, sieht den Hausmeister. Schießt einfach mal einfach und dann trifft er natürlich auch. Geschaut, aber nichts gesehen. So ist es. So ist es und nicht. Wo wir der Bobby guckt ein bisschen auf die Kommentare. Guck ich gerade, habe ich gerade geguckt. Okay, irgendwas doppelt ist. Das gucke ich eh, mache ich eh. Wir kommentieren hier weiter. Hier zum Beispiel. Iron holt den Legacy jetzt hier. Kann ich Killer gegen Kryptonite 5 gegen 5. Spannend, spannend, spannend hier, Leute. Fames Hood. Kann ich Killer mit der Nate.
Was macht der Bombenträger? Er will hinterlaufen jetzt. Oh, meine Idee, hinterlaufen jetzt mit dem Bombe, mit der Bombe. Ja, zweite Lauf jetzt von Spirit. Einer Backup hinten. Vielleicht damit verraten, ey, auch nicht so gut. Einer schreibt hier einfach mal Sieg Heil hin, statt UX Herzchen, auch gut. Das? Oh, das ist wird gelöscht. Fail. Auf jeden ist Fall. Leider. Oh, der Ünal schreibt RTZ Herzchen. Darf ich leider auch nicht werten, es tut mir so leid. Nee, das ist Ünal, ich hab's geschrieben, auch Ünal, ich mag dich gerne, aber es tut mir leid. Wenn du nur teilnehmen willst, schreib's nochmal. Du bist raus! Hin. Ich lösche alle doppelten Kommentare, wie gesagt. Fames holt das Malibu und Fames holt auch den nächsten Fames für Kontakt jetzt hier. 4 gegen 2 und Hausmeister mit Lazar. 1 gegen 4. Was macht Staatsfeind? Staatsfeind holt den ersten. Boah, holt Tyran und wird angeschossen. Oh, doch. Oh. Ich war schon dabei, denn ich hab schon richtig mit dem mitgefiebert. Mitgefiebert, mitgeschwitzt, hast du dich gesehen. Aber so muss es auch sein, Danny, wa? Auf jeden Fall. Immer aufgedreht sein ist immer klasse. 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 Offen bei 6 gegen 6 wieder. Echt? Ja, sag mal. Richtig. Richtig ordentlich. Wir sehen hier wieder Verhaltenangriff von E-Spirit. Aber Core Push jetzt mal entgegen ist schon broken. Broken. Lücken. Wo ist denn der? Da ist er. Er ist schon vorne in der Ecke hier. Ich glaube, das müsste der. Gibt es jetzt noch nicht? Bestimmt der Kaiser. Ne, der Kaiser war das ja. Keine Ahnung, Leute. Ich bin raus. Alles klar, ich übernehme. Es steht 6 zu 5 für E-Spirit. Und es ist gerade eine 6 gegen 5 Situation. Camp Run gerade Überzahl. Aber es ändert sich. Schnell? Doch nicht. Immer noch nicht. Doch, jetzt ist es schon. Ja, jetzt hat der Crypto auf den Sniper. Haben die jetzt getauscht oder hat er die vom Kaiser aufgehoben? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, eigentlich, weiß der Krypto ist eigentlich, glaube ich, auch bei denen der Sniper. Also ich weiß, die sagen, er ist ein richtiges Sniper-Biest. Bei ihnen. Kaiser kann es zwar auch gut, das weiß ich, aber ich glaube, das ist einfach so mit Krypto, damit der Sniper. Wir keine werden Ahnung. Das auf jeden Fall sehen, wie es hier ausgeht. Was weißt du eigentlich denn? Also, Spirit auf jeden Fall sehr weit auseinander, aber können einen rausholen. Ich weiß, weil ich Hunger habe. Ach so. Das weiß ich. Das freut mich nicht. Danke. So, 3 gegen 3. 3 gegen 4. 3 gegen 1 auf jeden Fall nicht. 4 Nein, gegen 3 jetzt hier. Na, auf jeden Fall. Danny, lass uns nicht streiten. Überzahl für Camp Ohr ran. Streiten? Fighten. So! Aufs Maul! Ja. So, Startzeit holt. 3 gegen 3. Oh, schön gesehen. Oh ja. So. Tyran, allein jetzt gegen 2. Oh, sieht den ersten. Verzippelt dich. Wir springen und. Was macht Staatsfeind? Hat das Messer? Oh. Er macht den Knife Runner. Er läuft und läuft. Bro, er rennt vorbei. Hey, an der Stelle muss ich natürlich auch sagen, wenn ihr heute hier professionelles Kommentieren erwartet, vergesst es. Heute sind alle voll aufgedreht. Heute ist. Hallo, wir haben einen Scuff verlost. Wir verlosen gleich einen 25 Euro Gutschein. Hey Leute, es geht alles raus. Alles raus. Also, Jungs, 1 gegen 1, 17 Sekunden. Das sieht. Der ja, Burns hier hinterm Panzer ist eigentlich eine Kuppe. Ja, Burns kommt jetzt. Burns kommt jetzt. Oh, mit dem Chef. Burns muss kommen. Ja, klar. Easy going, man. Die Brei. Oh, Mann. Liebe Grüße an wen, Danny? An, wer war's nochmal? Das doch immer. Unbekannt. Reise, ne. Ach ne, Wookie, war Wookie. Nee, der Wookie war. Oh, wenn Licht. Wookie dann, schöne Grüße. Genau, ich kann das nicht so gut. Also weiter geht's auf jeden Fall jetzt. Weiter hier. Geht's. Eine Runde geht noch. Auf jeden Fall klasse Vorstellung hier von beiden Teams hier. Nie aufgeben. Klasse. So. Oh, der Läufer ist schon down. Lass haben wir jetzt pushen, ne? Das ist jetzt. Meist auf die nächsten. Oh, und auf die nächsten. Oh. So, 6 gegen 3. 6 gegen 3. 6 gegen 3. Ich glaube, IS will den Sack jetzt zumachen, den in den dicken Sack. Ding-Sack. Können sie auch. Ding-Sack können sie zumachen. Es wurde ja auch schon viel gespielt hier. Ja, 5 gegen 3 jetzt nur noch. Boah, hier war auch Fames mit 20 zu 9. Also, der rasiert hier ordentlich. Und auf den nächsten 21. 21. Zu
21, 22. Ist jetzt alleine. Macht das 3 gegen 1, dann sag ich euch. Haut rein. Ich glaube, er macht gesehen, das Ace, wenn er sie jetzt alle holt. Ja. Keine Ahnung. Wenn es das Ace wird, dann werde ich es in die Community auf jeden Fall, schau dir das an hier. Fames mit 22 zu 9. Also 22 zu 9, Leute. Ihr seht hier live. Der rasiert hier ordentlich. Twitch TV. Bomber wird auch gelegt, war. Ja, jetzt verschiebt er vielleicht ein bisschen zu weit. Wenn die Mädels sehen, dann folgt uns. So, was macht Fames? Also Fames geht jetzt langsam so ein bisschen in Garten. Mhm. Ernsthaft, oder? Ernsthaft, ja, oder? Ernsthaft. Ja. Keiner schaut? Ja. Und, es guckt keiner hin. Jetzt wird er bemerkt. Jetzt. Aber jetzt kommt der Mali-Booster und holt ihn auch. 8 zu 5 für E-Spirit. Schön gemacht von E-Spirit hier. Als Angreifer. Das stimmt. Wie letztes Richtig. Mal. Mit gegen als Angreifer. Nee, letzte Mal war 8-4 als Angreifer. Jeweils. Jetzt 8-5. Also okay. Angreifer sieht man auf jeden Fall. Haben wir die Nase vorne. Richtig stark gespielt nicht, auf jeden Fall. Yo, Fames mit seinen 22 zu 10 und Under the Legacy mit 15 zu 9. Die haben da ordentlich rasiert. Ja, Leute, schreibt in den Kommentaren, was einfacher ist auf Standoff, Angriff oder Verteidiger. Ich weiß es nicht. So, Baum, ich würde sagen, machst du eine Ansage hier? Ansage Nummer 2. Nummer 2 bis Ansage 3. TV Berlin. Ansage Nummer 3. Welches Label ist so geil? Agro Berlin, Agro Berlin, Agro Berlin. Agro Berlin. Ja, Jungs. Ich mache eine Ansage, und zwar Dennis hat einen kleinen, schreibt es in die Kommentare. Nein, auf jeden Alles Fall, klar. Ihr könnt immer noch den 25-Euro-Gutschein von Rocks Games gewinnen. Dazu müsst ihr was tun? Ach, was muss man da tun, Rookie? Gute Frage, Rookie. Nee, das stelle ich an Danny jetzt. Danny, was muss man dazu tun? Was muss man denn tun? Genau, Danny, keine Ahnung muss man haben. Man muss einfach nur einen Computer bedienen können. Ihr müsst uns auf die, Facebook Team Analytics geliked haben. Dort ist vor 32 Minuten ein Beitrag gepostet worden, der heißt jetzt mit uns kommentieren, um den 25-Euro-Gutschein zu gewinnen. Ihr habt jetzt noch eine Hälfte Zeit. Also ich sag mal so, kommentieren. 20 Minuten habt ihr wahrscheinlich noch Zeit. Genau. Ungefähr. Dann werden wir es verlosen. Gut geschätzt. Hier geht doch noch weiter, ein gutes Spiel zu sehen. Wenn E-Spirit sich durchsetzt, würden wir sogar noch eine dritte Map sehen, wenn Core jetzt nicht gewinnt. Das muss man auch dazu singen. Aber wir werden auf jeden Fall nach Standoff den Gewinner suchen. Ja, und wenn ihr gewonnen habt, bitte schreibt uns direkt dann mit eurem Facebook-Account eure Namen, Anschrift, Adresse, Postleitzahl, genau, Ort. Was man halt braucht, Ort, Postleitzahl, wisst ihr, wie man Pakete um einen Brief zu verschicken, ne? Genau, schreibt es dann uns direkt als perfekte Nachricht, dass wir es morgen früh auf jeden Fall haben, weil das ist ganz wichtig jetzt noch. Ja. Richtig, und ich sehe gerade, nee, Donny Sterzfan ist noch nicht bereit. Genau. Wir warten einfach nochmal ein ganz kleines Stückchen. Achso, und nebenbei, unser Listen-In heute, unser CSL-Match, was ich vorhin auch live gestreamt habe, ist jetzt auf YouTube auch anzuschauen. Genau, also das auch immer. Wenn ihr alles später nochmal Langeweile habt, schaut auf unserem Channel nochmal vorbei. Das geht eine Stunde und 38 Sekunden, habt ihr da pures Gaming und Listen-In, wie wir da rumfluchen. Von auch paar Ausraster sind dabei. Auf jeden Fall. Gut, also deswegen seht ihr alles dabei. Dieses Spiel kommt spätestens morgen auch auf YouTube. Könnt ihr, wenn ihr es nicht ganz gesehen habt, nochmal angucken. Genau, ich werde mich da später noch ransetzen und ich sag mal so, um 1 Uhr in der Nacht könnt ihr es noch anschauen. Ich genau, ja da ist Urlaub. Es. Wie gesagt, okay, der Urlaub. Und Team Analytics abonnieren, da seid ihr immer auf dem Laufenden. Facebook liken, da seid ihr auch immer auf dem Laufenden, was ansteht an Streams, wann wir spielen, was für uns für Events anstehen. Irgendwas ist ja eigentlich immer. Richtig, ja, und das für mich persönlich, was mir immer am Herzen liegt, ist, wenn ihr hier seid und uns zuschaut und es noch nicht gemacht habt, drückt unten bitte den Follow-Button. Es kostet nichts. Es ist eine Win-Win-Situation, wenn wir irgendwann selber in guter Qualität streamen können und jeder sich aussuchen kann. Also, richtig. Es ist wirklich schwer, wie viele Anfragen wir auch bekommen von, könnt ihr es nicht besser streamen, könnt ihr es nicht schlechter streamen, weil wir können nicht auf jeden eingehen. Nachdem wir jedes Spiel hier direkt auf YouTube hochladen, müssen wir es ja auf jeden Fall in 720 HD machen. Weil das einfach so in YouTube und auch hier zum Anschauen ist, deswegen. Wie gesagt, Leute, die 500 streben wir auf jeden Fall nächste Zeit an. Vielleicht kommt da auch nochmal irgendwas. Aber ihr werdet es ja sehen und wir sind ja eh jede Woche live. Also sagt es euren Leuten. Genauso, wenn nochmal ein Spiel ist, was wie, wenn ihr denkt, oh, wir würden gerne gecastet werden, ihr könnt uns immer eine Nachricht am Team an der Welt schreiben, dass ihr auch gerne mal von uns gecastet werden wollt und live gestreamt werden wollt. Im Moment müssen wir halt sagen, dass der Sonntag immer sehr ausgebucht ist, weil wir da ja immer im KOD Cup eigentlich unterwegs sind und auch selber im KOD Cup spielen. Das ist ja jetzt selber auch nur so, dass wir jetzt schon durch sind und deswegen jetzt diesen Sonntag spielfrei hatten. Deswegen von Montag bis Sonntag, wenn ihr da vielleicht mal abends ein Spiel habt, könnt ihr uns anschreiben. Wenn wir nicht immer Zeit haben, tut es uns leid, aber
Ja, schreibt uns und vielleicht sind wir live dabei. Wir bemühen uns. Euch. Genau. Aber es muss so. Natürlich auch ein Match sein, was die Leute interessiert. Ja, das stimmt. Wenn man, also, ich schreibe jetzt einfach am besten eine Bewerbung. Genau, warum sollen wir euer Spiel casten und so? Warum genau euch oder was? Schreibt alles dazu, welche Karten werden gespielt und wie viel Uhr. Genau, am besten so viele Informationen wie möglich. Das ist wirklich. Damit wir es auch planen können und es dann eventuell, oder wir werden es dann auch auf unserer Seite dann halt immer ankündigen. Also schreibt eine ausführliche kleine Bewerbung. Genau, richtig, Rookie. So ist das. Damit wir Bescheid wissen. Unglaublich. Was? Unglaublich. Das ist unglaublich. So, alles wartet auf Lazar. Der wird hier noch die Mörder-Taktik auspacken. Ich weiß es nicht. Sonst sind alle bestimmt scheißen. Scheißen. Scheiße. Drück das Follow-Button-Herzchen. Heulst du schon? Oder? Ja. Ochi. Genau, ein Aufruf an dich. Ochi, wenn du uns hörst, melde dich. Wo bist du, Ochi? Ochi. Oder Pein, Ochi, wir wo seid ihr, Mann? Pein und Ochi, wo XX seid ihr, Mann? Pein, unser Gude, Dennis. Wo sind sie denn, hey? Wenn ihr Pein irgendwo seht, dann wir suchen euch. Ihr sagt, ihr seid voll aktiv und dann seid ihr erstmal 5 Monate weg, einfach offline. Wo seid ihr? Wir vermissen euch. Wir haben eure Bilder schon auf Milchtüten gedruckt. Wo seid ihr? Wir suchen Pein und Ochi. Wenn ihr was gesehen habt, schreibt das an Team Analytics. Schreibt Ochi, Ochi, Ochi. Seine Kommentare. Oder Gude. Auf jeden Fall es geht los, alle sind in den Teams, es geht los. Let's get ready to rumble. Seite, auf geht's. Auf geht's. Du, ich bin hier nur am Sappeln, eigentlich muss ich auf Klo. Eigentlich will ich. Eigentlich. Let's go. Zweite Hälfte, die Professionalität haben wir heute auf jeden Fall im Bett gelassen. Wir sind heute aufgestanden, durchgeknallt wie wir sind. Den Röpster schneiden wir noch raus, nicht. Den schneiden wir raus. Kein Problem. Nee. Ich bin raus. Ciao. Weiter geht's hier. Ja. Oh Mann, weiter geht's hier. Er meint den Röpster, der ist raus. Nein, auf jeden Fall geht's hier weiter. Wir sind halt etwas aufgeregt, Entschuldigung. Aber das verkraftet ihr schon. Ihr seht ja hier ein gutes Spiel. Und zu gewinnen gibt's doch auch noch was. Unglaublich, ey. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich sehe hier wieder Kaiser mit der Snipe. Ja, Kurm Angriff jetzt. Ja, würde ich mal sagen, geh mal direkt auf den Legends drauf, der so oder ich bin direkt auf der Karte hier. Baum wird vergessen erstmal. Ja, Fames, erst der so abgegangen ist, genau. Fames, da gehe ich dann direkt drauf. Schauen wir mal. Wie er hier. Hausmeister jetzt. Push schon Legends vor. Legends hier gegen Lazar. Hallo? Ja, das ist mal doppelt hier. Das ist glaube ich. Okay. Fames, oder vom schönen Nate. Die war seiner Team Nate. Da war die Absprache nicht richtig. Da ja, wird der Haus sich jetzt ärgern. Kaiser gegen Legacy hier. Schönes Ding mit der Pistol. Man sieht noch ein Isböter. Isbrit. Ein Spieler von Isbrit. Ich kann nicht mehr. Ein Spieler von Isbrit. Auf jeden Fall Mali Booster holt Fames jetzt hier 3 gegen 3. Jede Runde ist wichtig. Staatsfeind auf A, direkt an der Bombe liegend. Wird auch gleich Doppelkontakt haben. Doppelfeindkontakt? Mit wem eigentlich? Ist die Frage. Da kriegt einer vor. Aber wer ist das nur? Das ist Legends. Ist da mit der Scorpion? Muss eigentlich jetzt noch mal pushen. Danny, du machst das klasse, ey. Und jetzt nochmal richtig Spannung reinbringen. 3 gegen 3. 3 gegen 3 jetzt hier. Und jetzt kommt der Pulse auf. Und Kaiser. Oder nee, er holt ihn. Start. Schön mit der Nate angeht, danach geholt. Oh mein Gott. 2 gegen 3. Bombe wird noch nicht gelegt. Kaiser pusht den Mann. Nee. Ja, wunderschön. Jetzt kommt Burns. Man sieht auch ein Sprayt unnötig gesprayt jetzt hier. Und wird auch gut. Runde für Camper Run. Ja, ein bisschen verschenkt das hier. Stimmt, unten, haben wir aber auch gut gemacht von Core. Die haben es richtig ruhig gespielt, haben abgewartet. Konnten an einem A-Spot den kleinen Mann rausnehmen. Ja, 1-0. Der Angriff geht auf jeden Fall schon mal gut los. Da warte ich mit auf viel von Camper Run im Angriff. Und ich denke auch, dass auf jeden Fall Camper Run hier mit 8 Punkten. Auf jeden Fall. 8 Punkte holt, nur wie viele dann E-Spirit hat, das ist für mich die Frage. Ja, Camperon hat ja eben 6 geholt, oder? 6 waren das 6? 6 waren das, 8 zu 6. 5. Okay, gut, 5. Glauben wir ihm, einmal im Leben. Gott, Leute. Gut, einmal im Leben, genau. Oh, Punish hier gegen Crypto Knight, Punish hat ihn da gar nicht mitgerechnet. Oh, Fames, übelst One Shot. Mit den 8. Gegen 4. Oh, nächste Nate hier. Eine Nate geht noch, eine Nate rückwärts.
Sag, hey, wo sind nächsten hier? Aber man merkt schon, Chor ist im Angriff besser. Ja, wie gesagt, auch die anderen haben ja sehr starken Angriff gespielt, nur hier ja. Machen die es wirklich gut. Ja, Chor macht. Wir sind auch hier zu drittes am Spot. Haben wir auch Kaiser hier mit der Snipe. Sieht da auch ein und wird den wahrscheinlich mit der Pistole pushen. Oh, aber wird geholt. Schwieriges da Ding. Wird er sich ärgern. Aber Fames holt keine mal da. Damit 2 zu 0 für Camper Run. Wester. Ja, 2-0 jetzt. Es bleibt spannend, Leute. Nix geht mehr. Rendler Blüm. Wir sind außer Atem, Danny, wa? Ey, Leute, ich muss hier weitergehen, Leute. Es geht weiter jetzt hier. Rennen. Unfassbar. Weiter geht's. Die Bombe wird bei Capron einfach ins Board liegen gelassen. Wieder vergessen. Zum dritten Mal, glaube ich, in Folge. I don't know. Auf jeden Fall zweimal jetzt. Das ist klasse. Aber Fames wird geholt von der Granate. Granaten kommen und fliegen und sehen hier. 5 gegen 5. Oh, oh, oh. Hausmeister fast mit einem schönen... Anni-Killer. Kill? Anni-Killer, Kill. 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 Ja, ein Kill für Anni-Killer. Richtig. Richtig, Danny. Das blaue Auto an der B-Bombe rennt nochmal. Bumm! Nicht mehr an Bord im Buff. Und Claymore. Ausi macht es. 4 gegen 4. Ihr seht auf der Karte hier. Alle verteilt hier. Wunderschön. Nicht. Boah, Crypto mit der Sniper gegen Mali Booster. Alles hier möglich noch. Aber Legacy wird auch geholt. Jetzt 2 gegen 4 jetzt. Bombe ist jetzt am Mann. Der Kaiser hat die Bombe. Franz Beckenbauer in Person hier. Boah, hier wird's viel gesprayt. Lazar gegen zwei vorne am Panzer. Kryptonite, Julius Burns. Julius Lazar alleine jetzt. Eigentlich null Chancen. Nächste, ich bin raus hier. Danny! Bis zum nächsten Mal. Ich steh 3-0 für Kebowan jetzt hier. Ist jetzt der Ausgleich auf Standoff 8 zu 8 jetzt. Schaffen wir heute noch die 1200 Likes? Fragezeichen, 15 Likes sind's. 25? Ich 50? Also Leute, like. 100.000. Wie gesagt, schaut auf Facebook vorbei, lasst ein Like da. Dann erfahrt ihr immer, wann Streams sind, erfahrt ihr wirklich alles rund um OX und was wir casten. Ich bin da zu sagen, Hallett. Was hier denn hier Hallett. Hallett ist auch dabei. Also hier wieder. Grüße an Hallett. Aber hier geht schon wieder richtig ab. Oh, die sind schon wieder richtig aufgepusht. Oh, ja. 4 gegen 3 Überzahl jetzt für Chor, ey. Unfassbar. Komm gleich wieder. Chor ist schon auf dem Spot, auf dem Arsch. Der Baumi. Mitten im Gefecht. Baumi? Gute. Auf jeden Fall. Baumi ist im Gefecht. Ist gerade abwesend. 3 gegen 1 sieht nach einem 4-0 für Camper Run aus. Das ist ja Weltklasse, Danny. Unfassbar, meine Augen tun weh. Weiter geht's. Burns holt jetzt hier den Kaiser. Man nennt ihn auch Franz. Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Auf jeden Fall 2 gegen 1. Bombe wird gelegt jetzt von Tyrant. Und da läuft der Timer runter jetzt hier. Spannende Sache jetzt hier. Burns muss jetzt hier was machen. Und auf den ersten wird Tyrant. Geht jetzt auf den Panzer noch nicht rauf, wartet noch ein bisschen. Jetzt pusht er vor. Und da ist die Claymore! Ja, das ist 3-1. Jetzt richtig, kommt. Oder? Richtig ordentlich. Ja. Das sieht nach einem 3-1 aus, Danny. Das ist es auch, ja. Ja, die Claymore ist nicht perfekt, aber sie hat funktioniert. Sie hat funktioniert. Funktioniert. Okay, Danny, es reicht. Nächste Runde hier. Es ist noch nichts vorbei hier. Schmeißt man den Rookie raus hier. Danke. Und weiter geht's. Und hier. Weiter geht's. 3 zu 1. Camper Run führt. Ist 6 gegen 6 jetzt gerade, Danny. Ach, neu. Ja, das ist was Neues. Nein, auf jeden Fall. Ja. Camp One pusht jetzt echt, die pushen immer direkt A rein. Oh, Doppel. Jetzt schon im Vier gesehen, jetzt schon vorne durch. Ich hab schon Gänsehaut hier. 3 gegen 6. 3 gegen 6.
6 gegen 3, ich bin jetzt Ansicht von Ispirit hier, jetzt wieder im Chor, sich hier. Holt Staatsfeind raus. So, was macht Ispirit? Sind eigentlich im Überteil, ja, jetzt ist es klar. 2 gegen 5 jetzt. Chor muss jetzt was machen. 2 gegen 5. Eine Minute hier von 44 sind noch zu spielen. Beide Chorspieler verteilt. Da ist Kontakt bei Legends. So. Wird wieder gepusht. Oh, holt ihn. Raus. 1 gegen 4 jetzt. Naja. Hat leider nichts gebracht. Das sieht nach einem 3-2 aus. 2-3. Und das ist so. Das ist klasse, Dennis. Das ist einfach nur klasse. Klasse. Jetzt ist doch alles möglich. Hier Ispirit kämpft sich wieder ran. Runde für Runde. Ja. Also, wenn Camp Orion jetzt hier mehr als 6 Punkte, Danny, sehe ich das richtig? Wenn Ispirit, meinst du? Meine ich doch. Nein, wenn Camp Orion mehr als 6 haben sie gewonnen. Nein. Nein, nicht, haben sie nicht. Nein. Nicht? Okay, nicht. Wenn Ispirit 6 Punkte haben sie gewonnen. Andersrum. Mann, ich bin völlig aus dem Häuschen, Danny. 5 gegen 5, hier ist Stunkey vom Punish Killer gegen Legacy. Ich glaube, das war sogar ein Teammate. Teams dran. Wie, wem juckt's eigentlich hier noch? Es geht weiter hier. 5 gegen 3 jetzt. Klare Überzahl jetzt für Chor. Klare. Klare. Eine klare. Ja, Chor macht trotzdem noch vorsichtig. Die wissen, Ispirit ist irgendwo im Ecken verschwunden hier. Die campen sich hinweg. Da ist er weg. Und wieder da. Hast du ihn gesehen? Ich sehe. Ich war kurz weg und Dings kommt wieder ran. Ispirit. Ja, 3, 2. Langsam und sehr kommt. Double hier. Und der sieht auch noch den nächsten. Kann er den pushen? Oh, schade. Jetzt ist gerade die Hölle los. Überzahl jetzt für Ispirit. Aber jetzt der Ausgleich 1 gegen 1. Mali Booster gegen Taiwan. Jo, Kaiser mit 7 zu 4 gut dabei. Punish Killer mit 7 zu 5. Du, es ist gerade hier ein 1 gegen 1. Nee, Quatsch. Das Herz rast. Nicht? Doch. Klar. 1 gegen 1, genau, richtig. Wie? Nein, doch. Ja, doch. Ich habe so einen Punkt auf der Karte gesehen, aber das war kein Punkt. Denn das ist ja mysteriös. Galileo Mystery, wa? Ja. Hallo, ich bin Ayman Abdallah heute. Wo kommt der Punkt im Call of Duty Radar her? Ich habe diesen Punkt gesehen. Es könnten Aliens sein oder einfach nur ein Fleck auf Rookies Bildschirm. Man weiß alles es nicht. In einer nächsten Folge von Galileo Mystery. Dun, dun, dun. So, Mali okay. Booster gegen Tyran. Whatever, die beiden haben, die kann ich. Whatever. So. Ja, auf jeden Fall. So, was macht Tyran? Er legt die Bombe, oder? Das ist ja die Frage legt hier. Legt er die Bombe? Ja, er legt die Bombe. Mali Booster ist jetzt hier noch im Raid. Im Raid. Raid, alles klar, wir sind auf Raid hier. Ist broken. Und der eine kommt aus der Disco rausgerusht. Und er holt ihn am direkt rein in die Torbogen. Und er holt ihn in Blue und Bridge auch noch dabei. Hockt er. Ja, kennen wir alles. Nom 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 nom, Agi. Nom 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 nom. Baumi, sag nom 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 nom. Nom 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 nom. Hallo Agi, nom 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 nom. Ja, 4 zu 2 hier. Das hier sozusagen. Chor muss kommen. Chor muss kommen, ihr Spirit muss kommen. Oder ihr, ja. Ja, insgesamt eigentlich. Ey Leute, wo seid ihr eigentlich? Ey Leute, Chor links so gesehen, musst du mit 8 Punkten gewinnen. Danny, du bist heute richtig dabei. Mit Herz, ich bin am Start hier. Mit Herz und Seele. Und wieder Doppel-Nate. Und jetzt 6 gegen 2 hier. Lari Überzahl für Chor. Und oh, Burns with Kryptonite. Unglaublich. Klasse. Bombe gelegt von Chor jetzt. Asphalt belegt jetzt hier und da kommt die Claymore und 1 gegen 5 jetzt hier Burns. Ja oder nein? Nein. Und ich gebe zurück zum Studio. Und wir geben zurück zu Dennis vom Spielfeld. Ja. Ich bin jetzt zurück. Zu Rookie an dem Sport. Ja, zum Sport. Zum Sport 50 Kilometer sind schon gelaufen, ja? Ja. Alles klar. Alle sind am Schwitzen und langsam schon auch am Campen. Okay. Am Campen. Ausdauer, ne? Ausdauer und so. Nein, Camp Rowan führt hier 5 zu 2. Gerade gegen Ispirit. Ispirit hat eben 8 zu 5 gespielt. Also gewonnen.
Ne? Oh, die ganzen Fliegen und ich hatte Auto sobald und Granaten und Wissen. Wenn sie 6 Punkte holt, haben sie die Karte gewonnen, aber im Moment. Aber er sieht nicht so aus. Sieht so danach aus. Jetzt schon wieder hier auch in Unterzahl. Ja, Hause heute nächsten. Es ist schon wieder 6 gegen 3 hier. Klare Überzahl für Chor. Boah, ich kann nicht mehr. Kommt Leute, jetzt hauen wir nochmal richtig was raus hier. Hier hauen wir da raus. Jetzt kommt der richtige A-Push hier von Chor. Das fällt gegen 4. Die Scheiße down. Raus. Die Scheiße Kaiser raus. Mit dem zweiten hier. Der Snipe. Mit der Scheiße, ey. Nein, Executioner heißt sie natürlich, die Waffe. Findest du? Ja. Nein, 6 also gegen 6 mit dem ersten. Ja, Bams müsste. Nicht mit dem. Bom. Mit dem. Nein. Executioner in der Fresse. Dann wurde gesehen, eingesperrt, keine Chance für ihn. Ja, keine Chance hier. Guck mal, weißt du, ist natürlich klar hier. 1 gegen 5, da hast du wenig Chancen, ja. Richtig. Da hat man wenig Chancen. Da musst du jede Ecke gucken und so. Und es geht natürlich nicht immer auf und so. Und so. Und nochmal so, wa? Okay, 6-2 jetzt für Chor. Es sieht ein bisschen deutscher aus jetzt hier. Es muss jetzt wieder rankämpfen sich. Auf jeden Fall hier. Vollgas geben, klasse. Klasse. Nein, das ist wirklich klasse. Ich kann nicht mehr. Es ist echt klasse hier zu sehen, alles hier. Ispil kämpft nochmal, aber jetzt kommt der Ausgleich. 4 zu gegen 4. Könnte man halt noch ein 4 gegen 3. Ja, es ist doch hier ist richtig die Hölle los. Hier, oh Mann. Kryptonite holt Legacy. Boah, ich bin nicht umscheißen und reden gleichzeitig. Ich bin voll am Start hier. 4 gegen 2. Ey. Halt die Schnauze. Lass mir nur Ruhe. Ey. Okay, ja, was zu lachen. Mali Booster hinterlaufen schon. Mit der Factor. Und da kommt die Nate von Fame. Nein, wunderschön auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Burns jetzt hier gegen 4. Auch so eine aussichtlose Situation hier. Kannst du nicht zusammenspielen mit irgendeiner anderen, dann bist du alleine gestellt und dann bist du tot und dann steht 7-2 für Chor hier. So, E-Spirit muss jetzt 4 Runden holen, um noch zu gewinnen. Camp One muss nur eine holen. Ja, was macht Camp One? Machen sie jetzt den Sack zu oder lassen sie hier noch, machen sie es spannend? Sack zu, Alter, wie leer. Sack ist der leer. Sack ist leer. Der Sack ist leer, Leute. Nichts drin. Auf jeden Fall, jetzt kommt der absolute Wahnsinn. Zwei hinterlaufen, glaube ich, jetzt doch nicht. Es ist also komisch hier, ich habe doch keine Ahnung davon mehr hier. Auf jeden Fall hier, alle verteilt vom Chor. Bitte ist schon gepusht. So, Startstand holt Fames mit der Granate. Granaten fliegen hier und bla und blie. Oh. Und jetzt knackt hier rein. Der Feuerzeug geht hier nicht. Komm, ey. Ihr legt mich alle ab hier. Ey. Also, wir schon bla. Ah, da holt den nächsten. Dennis, du sollst 4 gegen 3 zu Agil machen. Was? Dirty Talk, oder? Talk Dirty. Dirty. Was heißt das? Wir sprechen schmutzig so. Weißt du? Weißt du, sollst du ja schmutzig sprechen. Ey, komm, hört Dennis auf, Alter. Wir reden nicht über das, was denkst du, Dennis? Was ist Dirty Talk? Willst du nicht mal deinen Zuschauern sagen? Nee, Alter. Das sehe ich nicht. Das Thema. Lass mir das lieber gut sein. Wir reden weiter von Kryptonite erstmal. Nein, hört auf, Alter. Es sieht nach einer Runde hier wieder für E-Spirit aus. Aber der Kryptonite ist am Schleichen und am Beißen und am. Was macht. Er hat Kontakt. Also, was macht Krypton? Ja, Krypton, ja. Kryptonite. Macht Plankton. Nein, Krypton. Ja, auch hier was mit 12 zu 6. Plankton-Nite. Oh, ist echt gut da. Unglaublich klasse Zwerg. Machen wir das 1 gegen 3? Mal gucken. Ja, ist noch am Sprayen hier. Oh, ne. Hat Kontakt? Nee. Und ich würde sagen, die 2KD ist im Arsch. Ja, aber hier wird natürlich nicht nach KD gespielt, Danny. Findest du? Nee, hier wird nicht nach KD gespielt. Ach stimmt, der ist ja 6 gegen 6. Scheiße. Auf jeden Fall jetzt 7 zu 3 nur noch. Ispurt ist am Kämpfen und am Beißen und am Schweißen. Ja, aber Chor, könntest du das hier zu Ende machen? Ja, immer noch, Baumi. Richtig. Ja. Richtig. Schau mal, was Chor macht. Hört auf jetzt hier. Weiter geht's, Chor jetzt am Pushen. So, ich will nochmal zusammenreißen, hol das Ding hier, komm. Verlängerungsmatch. Da ist das Ding. Auf geht's, nochmal kämpfen Eier. Hier. Eier. Wir brauchen Eier. Okay. Auf jeden Fall, oh, hier ist so, die Hölle los. E-Spirit, Bombe ist gelegt jetzt hier. Was macht E-Spirit? 4 gegen 2. Das sieht nicht gut aus. Nee, das ist, glaube ich, die Entscheidung. 4 gegen 1 jetzt hier. Lazar jetzt gegen 4 mit Messer nur noch. Messer der alle 4. Nein, das Game war's. Over. Camp O'One gewinnt das Ding.
und steht. Und steht damit im Viertel der Hinterhalt. Viertel ist wieder gesagt, du Hauptsache. Keine Kraftausdrücke und Fahrtausdrücke, bitte. User joined. Jetzt kommt der Mobot und schmeißt dich raus. Der Mobot ist immer wach, der ist immer da. Der ist da, Leute. Und jetzt würde ich sagen: Let's get ready to rumble. Ja, Sieg für Core. Jetzt verlosen wir noch den Gutschein. Sieg. Ich geh mal kurz ans Headset.